Moin Leute, Kollas hier. Willkommen zu Be Castled. Nachdem in der Woche relativ viel Action war mit Brotato und BattleBit Remastered, dachte ich mir, Aufbauspiel wäre mal wieder an der Zeit. Und da heute ein Update gekommen ist von Be Castled, dachte ich mir, packe ich das mal wieder aus. Habe ich eh Bock drauf. Ist auch ein sehr nischiges Indie-Spiel, muss man sagen. Wird vom ukrainischen Studio gemacht. Dementsprechend kommen halt auch aktuell relativ selten Updates. Die haben ja momentan ganz andere Probleme. Beziehungsweise, das heißt, momentan geht ja schon viel zu lange. Tatsache ist, Be Castled, richtig nice Game, gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Ist halt ein schönes Aufbaustrategiespiel für zwischendurch. Man spielt die Solarianer, weil die quasi nur tagsüber agieren und abends kommen die Lunaris, die quasi immer angreifen. Man muss sich am Anfang relativ bemühen, eine gute Verteidigung zu machen. Und hat halt ein bisschen Ressourcenmanagement. Das Einzige, was halt vor dem Update war, dass das Endgame nicht so ganz gut ausgereift ist. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt auch was fürs Endgame gekommen ist, aber es sind auf jeden Fall einige neue Gebäude und neue Sachen im Forschungsbaum gekommen. Deshalb schauen wir mal. Gut, wir haben hier auf jeden Fall eine relativ okayische Map, würde ich sagen. Hier ist schon mal Eisen, was sehr gut ist. Da werde ich relativ schnell hingehen. Und dann gucken wir mal. So, ich nehme hier schön den mittleren Punkt. Dann können wir da erstmal ein bisschen agieren. Müssen wir jetzt erstmal einmal kurz warten, bis unsere Hauptburg steht. Dann basteln wir hier gleich einmal ein Haus hin und ein Sägewerk. Das ist jetzt auch wohl neu, dass die Sägewerke, schrägstrich die Holzfäller und Jäger, die man auf solchen Feldern machen kann, auch auf alle deine anderen besiedelten Gebiete jetzt auch moven. Vorher war das so, da wo du das geplaced hast, da haben die agiert. Das heißt quasi, wenn hier die Bäume abgebaut waren, dann sind sie unter Umständen nicht weitergegangen. Das soll jetzt wohl anders sein. Gucken wir mal. So, hier basteln wir gleich nochmal ein zweites Haus daneben. Ehrlicherweise sogar gleich ein drittes Haus und ich möchte relativ schnell ein Observatorium haben. Muss ich erst freischalten, wa? Okay, der Techbaum sieht wirklich einiges anders aus. Sperrkämpfer und so weiter brauche ich nicht. Schmiede brauche ich später erst. Ich glaube, ich gehe erstmal darauf. Das war relativ zügig. Eisen verarbeiten können. So, und jetzt können wir uns aussuchen, wohin wir erweitern wollen. Und da wir auf jeden Fall Nahrung brauchen werden, gehe ich erstmal in die Richtung. Ich speiere jetzt aber trotzdem erstmal auf ein zweites Sägewerk, weil man muss halt sagen, Holz ist am Anfang super elementar. Und das braucht man zuhauf. Huh.
Interessante Erweiterung auf jeden Fall. So, jetzt muss das erstmal ein bisschen rödeln. Und dann werde ich das so machen, dass ich hier eine Fischerhütte hinzimmer. Damit ich ein bisschen Nahrung plus kriege. Sonst habe ich gleich ein Problem. Eine Taverne muss ich auf jeden Fall auch gleich machen. Ich glaube, ich mache das so, dass ich in diesem Bereich hauptsächlich meine Häuser baue. Das heißt, ich werde gleich die Taverne hier auch schön hinzimmern. Wir haben jetzt auf jeden Fall noch einiges an Workern. Jetzt können wir hier schon mal gucken. Man hat am Anfang immer 5 Starttruppen. Die positioniere ich gleich mal dahin, wo die ersten Gruppen kommen. Der wird immer angezeigt durch diese blauen Kristalle. Und die anfänglichen 5 Schwerkämpfer, die reichen vollkommen aus. Die würde ich auch tendenziell ziemlich mittig rein positionieren, damit die direkt attacken können. So, das nehmen wir auch ein und hier machen wir jetzt eine Jägerhütte hin. Da. Ich möchte aber nach Möglichkeit... Okay, einen Baum muss ich opfern, leider. Aber I guess, das ist fein. Hier, die Bäume sind ziemlich egal. Wobei ich erstmal so positionieren werde. In der ersten Nacht braucht man eigentlich noch keine Kaserne. Also ich spiele jetzt hier auch Schwierigkeit Ritter. Das ist, glaube ich, ein bisschen übernormal. Sollte aber gut hinkommen. So, jetzt können wir hier schon mal die nächsten... Ah, okay, interessant. Jetzt können wir hier erstmal wieder ein bisschen Nahrung sammeln. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Häuser. Hier die Nische lasse ich mal offen, damit die auf jeden Fall der Herren moven können. So, Nahrung geht jetzt so langsam plus. Das ist auf jeden Fall gut. Ach, die haben die Forschungsbäume komplett geändert. Man braucht jetzt gar kein Observatorium mehr. Das machst du jetzt alles nur mit Ressourcen, nicht mit Forschungspunkten. Interessant. Okay, dann braucht man natürlich einiges an Ressourcen. Das heißt, wir werden gleich hier nach der Nacht expanden, damit wir hier schon mal Eisen haben. Und dann müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir Richtung Schmiede gehen, sonst bringt uns das Ganze halt nichts. Und ich muss auf jeden Fall gleich schon mal hier auf die Sonnensteinmine gehen. Sonst habe ich da ein Problem mit meiner Kohle. Weil die Einheiten kosten halt auch alle, aber ich habe hier nochmal 3 in der Nähe. Das müsste alles easy machbar sein. So, und jetzt wird's Nacht. Da kommen die ersten Einheiten. Schade, den wollte ich gerade noch wegziehen. Aber das geht hier gerade so easy. Okay. Sehr gut. Dann können wir hier schon mal gucken. Da kommen die nächsten hin. Da können wir unsere Stadttruppen schon mal hinhauen. Einheiten respawn ist sehr verzögert, muss man sagen. Also da muss man halt schon ziemlich aufpassen. Und viele Ressourcen, wie man hier sieht, gibt es dann über Nacht wieder neu.
Das heißt, ich werde hier jetzt erstmal noch ein Sägewerk hinbauen, dass das nochmal ein bisschen fixer geht. Und dann muss ich mal gucken, dass ich eine... Achso, ich brauche Stein. Da habe ich gerade nicht dran gedacht. Steinabbau brauche ich auf jeden Fall. So, wollen wir den Stein? Das sind Wolfsbeul. Das ist halt Eisen. Da ist Stein. Ah, hier ist auch Stein. Ist auch fein. Dann nehmen wir das. Das schalten wir direkt frei. Und dann geht's einmal direkt auf Stein drauf. Und wir haben schon wieder die Grenze erreicht an den Bewohnern. Das heißt, wir werden hier auf jeden Fall gleich schon mal das nächste Häuschen packen. Kostet das. Das ist halt schon nicht wenig, aber mit 3 Holzfällerhütten geht das halt relativ zügig. Vor allen Dingen, die bauen halt jetzt deutlich mehr ab wie vorher. So. Generell ist es so, alle Bewohner, die nicht einer Arbeitsstelle zugewertet werden, die sind automatisch Träger. Oder auch Leute, die halt Gebäude aufbauen. Das heißt, wenn man hier unten 0 hat, hat man ein Problem. Dann muss man entweder Bewohner aus den Gebäuden hier abziehen. Oder man muss gucken, dass man vielleicht doch noch irgendwie ein Haus hinkriegt. Beziehungsweise einen Arbeiter rausziehen, dann ein Haus bauen, damit da neue Leute nachkommen. Wichtig, Zufriedenheit muss hoch sein. Weil sonst ist die Erscheinungsrate für neue Bewohner sehr, sehr niedrig. Also plus 2 ist schon kind of bad, muss man halt sagen. Ich werde jetzt hier dann noch ein Häuschen mitten reinbauen. Und dann gibt es eine neue Taverne direkt daneben. Durch die Tavernen steigen halt die Zufriedenheiten. Und ich muss trotzdem jetzt so langsam mal auf Kohle gehen. Am Anfang ist es alles noch relativ, ich sag mal, stressig, weil das muss alles ziemlich schnell gehen. Im späteren Verlauf ist das alles ein bisschen mehr easy. Und eigentlich müsste ich, bevor ich irgendwas anderes mache, nochmal ein paar Einheiten holen. Ja, ich glaube, ich mache jetzt erst einmal Bogenschießen. Also eine Kaserne für Bogenschützen. All die Weise, sonst kriege ich in der Nacht eventuell schon auf die Schnauze. Wo packe ich die denn hin? Na komm. Kommen die da hin? Und dann auf jeden Fall als nächstes eine Sonnenscheinmine. Kostet auch 300. Das ist halt schon insane viel, muss man sagen. Ich glaube, ohne die 3 Holzfällerlager jetzt hier am Anfang wäre das sehr, 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 sehr schwierig. Könnte eventuell sogar noch eine machen, aber die spare ich mir jetzt erstmal. Sonst habe ich gleich nicht genügend Arbeiter. Ich habe quasi jetzt nur noch 7, beziehungsweise gleich wieder 9, wenn die fertig sind. Aber ich möchte ja auch ein paar Einheiten. Ich kann gerade erstmal auch nur 2 machen. Sonst habe ich gleich keinen Geld mehr und dann verliere ich meine
Einheiten. Vor allem, ich habe halt minus 41 die Minute, das ist halt nicht so nice. Aber das sollte sich gleich ein bisschen entspannt haben. So, zwei Bogenschützen haben wir schon mal. Das heißt, die kann ich da so hinpacken. Ich würde schon gerne noch mindestens einen machen. Ich hoffe mal, dass die Zeit dafür ausreicht. Na, es wird knapp. Das wird nix. Dann mal hoffen, dass das jetzt reicht mit den Einheiten hier. Ja, also ohne die beiden Bogenschützen dabei hätte ich jetzt verkackt. Muss man sagen. Und so eine Nacht dauert ziemlich lange. So, die packe ich gleich mal dahin. Und mache gleich noch einen. Ich finde, am Anfang gehen Bogenschützen halt immer eher ein bisschen vor. Man braucht zwar auch eine Frontline, aber die ist am Anfang noch relativ egal. Also solange man zwei, drei Leute in der Frontline hat, ist das okay. Jetzt machen wir nochmal eine Taverne dahin und planen gleich einmal ein paar neue Häuschen. Die will ich auch alle schön richtig gedreht haben. Ja. Und relativ platzsparend. So. So. Hier kommen auch nochmal zwei rein. Habe ich nämlich jetzt wieder Zufriedenheit bei 8. 180% schneller Bewohner da, das ist schon mal nice. Dann erweitern wir hier nämlich gleich und holen nochmal ein Weizenfeld. Positionieren wir mal schön mitten rein. So. Und jetzt haben wir nämlich das eine Problem. Ich brauche jetzt unbedingt Eisen. Und ich glaube, ich mache nochmal zwei Truppen eben und positioniere die auch gleich da. Aber wenn die Eisenmine steht, dann ist das alles ein bisschen entspannter. Zumindest die erste. Ich kann hier schon mal gucken. 100 Eisen brauchen wir. So, können wir die irgendwie gerade Stein verbrauchen? So, ich muss hier noch einmal so und jetzt kann ich die nächste Riegel freischalten. Wir müssen leider gerade noch ein bisschen auf Holz warten. So, aber Nahrung steigt, Geld steigt, Ressourcen sind voll, Steine haben wir leider gerade zu viel. Lagerhaus habe ich noch nicht. Brauchen wir aber auch einiges an Holz erstmal mal für. So, sehr gut. Vier Nahkämpfer, vier Bogenschützen.
Wie gesagt, 5 Bogenschützen, so. Die positionieren wir auch ein bisschen weiter hinten. Die positionieren wir mehr rein. Ich hätte aber schon gern noch einen. So, jetzt brauchen wir Eisen. Und jetzt können wir hier schon mal ein Krankenhaus holen. Da brauchen wir auch wieder 400 Holz für. Also ich bin eigentlich dazu genötigt, noch ein Sägewerk zu bauen. Und dann auf jeden Fall noch weiter ein paar Häuschen, damit uns die Arbeiter nicht ausgehen. Kommt noch ein Häuschen hin. Ein Dekobrunnen gibt es auch schon mal, auch wenn der am Anfang nicht wirklich was bringt. So, jetzt ist halt die Frage, in welche Richtung erweitern wir als nächstes? Also am ehesten brauche ich erstmal Eisen. Das heißt, ich werde in die Richtung hier erweitern. Und dann kann ich hier nämlich gleich eine zweite Eisenmine hin basteln, sobald ich die Ressourcen habe. Arbeiter habe ich auf jeden Fall noch genügend. Eine dritte Taverne wäre eventuell auch eine Idee. Damit wir noch schneller die Bevölkerung hochkriegen. Palisaden und so weiter kannte man am Anfang auch bauen, also man kann sich hier auch ziemlich eintörteln. Ich finde aber am Anfang bringt das noch nicht allzu viel. Deshalb lasse ich das erstmal. Die Erweiterung wäre halt auch noch geil. Dann kann ich hier nämlich fürs nächste, für den Bauernhof sorgen. Damit ich nochmal mehr Nahrung bekomme, weil das wird gleich runtergehen. So, jetzt heißt aber erstmal Kampf angesagt. Sieht okayisch aus. Jo. Das passt. So, jetzt ziehe ich die Truppen schon mal zur nächsten Ecke, wo die wieder spawnen. Okay. Hier gibt es jetzt zwei Optionen. Entweder ich kläre schon mal den Wolfsbau. Oder aber ich lasse die Truppen daher moven, damit die von unten da rangehen. Weiß ich noch nicht ganz genau, deshalb positioniere ich die Truppen erstmal nur da. Jetzt heißt es erst einmal kurz Nahrung. Und ein Krankenhaus. Das ist ein neues Gebäude, da gab es vorher mal eine Kirche. Ich hoffe mal, dass das aber trotzdem so ähnlich funktioniert. Das hätte ich eigentlich schon gerne da. Jetzt upgrade ich auf jeden Fall schon mal meine Burg. Hat nämlich ein paar Vorteile. A, haben da jetzt auch mehr Dorfbewohner die Möglichkeit zu übernachten. Und der Lagerplatz ist ein bisschen erweitert. Was halt auch ganz nice ist.
Jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Sonnensteine. Heißt, ich muss in die Richtung einmal erweitern, damit wir noch eine Mine haben. Da brauchen wir gerade noch 8 Steine für. Und ich kann gerade einmal gucken, dass ich noch mal ein bisschen Holz verbrate. Und das tue ich am besten, indem ich noch ein paar Häuser baue. Hier erweitern wir auch noch mal ein bisschen weiter. Weil die Häuser werde ich am Anfang auf jeden Fall auch brauchen. Können wir jetzt schon mal einen Arbeiter reinpacken. Und ich brauche auf jeden Fall einen neuen Schwertkämpfer. Und den positioniere ich auch gleich da. Also sehr gut. Der hielt jetzt schon mal die Leute. Okay, so, jetzt können wir die Schmiede freischalten. Damit wird es nämlich jetzt auch ein bisschen angenehmer. Ah, mir fehlen noch 2 Eisen jetzt. Ein Eisen, fertig. Und die Schmiede packen wir auch relativ zentral rein. Weil mit der können wir jetzt unsere Upgrades einmal fertigen. Und dann gucke ich, dass wir hier jetzt eine Sonnensteinmine hinkriegen. Wir haben auf jeden Fall gerade genügend Arbeiter. Wir haben auch noch Platz nach oben. Noch geht alles ins Plus rein. Wobei Nahrung auch schon fast wieder knapp wird. Das heißt, da müssen wir unsere nächste Erweiterung auch schon mal angucken. So, hier packen wir jetzt einen Arbeiter rein und dann sagen wir einmal, die sollen erstmal ein bisschen mehr Damage machen. Die Upgrades, die rüstet man halt direkt bei der Einheit aus, wobei es hier jetzt ein neues Icon gibt, anscheinend, weil zwischendurch in den vorigen Upgrades war es mal so, dass der netten Stuck waren. Und jetzt kann man die anscheinend zur Kaserne oder direkt in die Burg teleportieren. Das ist natürlich auch nice. Das macht einiges besser. So, ich brauche aber wirklich halt bisschen mehr Nahrung. Das heißt, ich werde eine zweite Jagdhütte hier hin basteln. Und eine Sonnensteinmine gibt es dann hier. Die Bäumchen lasse ich mal stehen, die können die Leute dann schön abbauen. Dann gehe ich so langsam Richtung Lagerhäuser. Da fehlt mir jetzt aber noch ein bisschen was für. Sonst das andere sieht gerade soweit okayisch aus. Sorgen wir einmal dafür, dass unsere Einheiten ein bisschen mehr aushalten. Und ich werde einmal schon mal die Taverne ein bisschen erweitern, damit wir da auch wieder in einer Pluszufriedenheit sind.
Das kann man halt machen, sobald man seine Hauptburg upgradet hat. Das heißt, so langsam wird es jetzt auch wichtiger, dass wir noch eine Steinmine bekommen. Ich meine, wir können auch erstmal die eine gleich einmal upgraden. Können wir hier noch irgendwie Holz ausgeben? Jawohl. Sehr gut. Dann können die auch wieder Holz sammeln. So, jetzt kommen die Lunaris wieder. Das Gute ist, die werden auch von neutralen Einheiten angegriffen. Das heißt, dieser Wolfsbau, der geht halt zum Beispiel auch auf die. Den kann ich jetzt erstmal ein bisschen arbeiten lassen. Und dann habe ich hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Sind die nämlich alle down und zusätzlich kann ich den Voice Boy jetzt hier clearen. Oh, Moment, da hat einer überlebt. So, damit haben wir das nämlich geklärt und dann haben wir einen ordentlichen Boost gekriegt. 300 Gold nochmal schön rein. Das können wir gut gebrauchen. Gerade einmal gucken, wo die nächsten kommen. Die kommen hier unten hin. Ist halt auch ganz nice, dass die Lunaris immer irgendwo anders spawnen. Damit man seine Einheiten so ein bisschen taktisch klüger setzen muss. Im Late Game kommt man aber nicht ohne Festung aus. Da muss man schon ziemlich gut haushalten mit. Ich brauche ein Lager. Und eine Scheune. Beziehungsweise ich mache nochmal eine zweite Scheune und vielleicht noch ein Lager. Dann sind wir da erstmal ziemlich safe mit. Da ist wieder einer von meinen Einheiten draufgegangen. Es ist halt wegen den Verbesserungen halt dann schon ein bisschen bitter geworden. Dadurch macht es halt das doch alles ein bisschen schwieriger, wie es eigentlich ist. Muss ich mal kurz gucken, ob ich das noch erweitern kann. Und Kirche zum Resurrecten gibt es gar nicht mehr anscheinend. Karawanen-Schatzkammer sind zwar ganz nice, aber da gibt es halt echt Besseres. Ich glaube fast, dann gehe ich erstmal. Oh, Trainingslager ist auch neu. Generell muss ich jetzt halt erstmal ein paar Einheiten wieder basteln. Ah, jetzt habe ich auf jeden Fall einiges an Ressourcen, die ich einlagern kann. Was halt nice ist. Nochmal zwei bitte. Und dann hätte ich hier gerne auch zwei.
Und eine Eisenmine hätte ich schon noch gerne, ehrlicherweise. Da ist auf jeden Fall nochmal Stein. Das gönnen wir uns auch mal direkt. So, jetzt sind wir hier an der Zeit, wo ich hier ein paar Häuser, ein paar Bäume so einstampfe. Ich kann zwar auch die Häuser erweitern, aber am Anfang macht das halt noch nicht so viel Sinn, als neue Häuser zu bauen. Das lohnt sich halt overall immer noch mehr. Jetzt gehen wir hier nochmal auf Schutz. Und dann positionieren wir die erstmal als erstes rein. Die ziehen wir jetzt einmal nach. Und dann klären wir hier unten den Posten auch noch einmal. Chance auf Heilen ist halt echt nicht so hoch, ne? Wie kann ich das denn jetzt erweitern? Also erstmal kann ich hier noch so ein Zelt hinbasteln. Na okay, vielleicht nicht ganz. Jedenfalls nicht da, wo ich gerne hätte. Dann kommt das noch dazwischen. Okay, das hat anscheinend leider nicht funktioniert. Kommen zwei Upgrades, hätte ich gerne nochmal, dass die 40% weniger Schaden kriegen. Das ist am Anfang halt immer King. Hier gleich schon mal die nächsten Leute in die Steinmine packen. Jetzt fehlt mir aber wirklich noch eine Eisenmine. Irgendwo muss noch einer hier rum sein. Warum ist denn da nicht? Da auch nicht. Ha, gibt's hier doch nur zwei. Das ist natürlich ein bisschen sad. Hier hinten ist nur Sonnenstein. Eisen sieht man eigentlich immer ganz gut, aber hier sehe ich halt auch nur Stein. Ist zwar auch not bad, aber Eisen wäre halt mehr worth it. Gut, sehen wir jetzt nicht. Heißt im Endeffekt, ich muss die Eisenminen ein bisschen erweitern. Okay. Auch interessant. Hier sind jetzt gerade mal gar keine gekommen. Dann packen wir die Einheiten erstmal da direkt wieder rüber. Und hier hatten wir auch noch eine Eisenmine. Die erweitern wir gleich auch, damit sich das ein bisschen mehr rumrödelt. Steinminen können wir auch erweitern, die sind auch worth it. Holz, wie man sieht, braucht man eigentlich am Anfang
viel im späteren Verlauf so gut wie gar nichts mehr. Aber ich glaube, ich werde jetzt hier auch noch eine Ecke machen mit ein paar Häuschen. Damit wir hier nochmal schön erweitern. Und eine Taverne nochmal in die Mitte. So, jetzt können wir mal gucken, dass wir... Wieso darf ich die Schätze... Ah, jetzt. Man muss erst die Vorstufe machen, dann kann man auch die richtigen Sachen basteln. Jetzt müssen wir mal kurz hier auf 30 Steine warten, dann können wir eine Schatzkammer mal hinbasteln. Schatzkammer hat auch einen zusätzlichen Vorteil, man kann dann Steuern erheben. Das gefällt den Leuten zwar nicht und die Zufriedenheit wird sinken, aber ist halt overall ziemlich worth. Und dann packen wir mal... Ah, wobei, eigentlich können wir hier die Schatzkammer hinzimmern, ne? Gut, ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem Update ist, aber vorher war es egal, wo man die Schatzkammer hin bastelt. Die fungieren quasi wie die Scheunen und die Lagerhäuser. Hauptsache, irgendwo hat man sie drinne. Gucken wir nochmal, dass wir hier Feuerpfeile und so, die kosten halt schon ziemlich viel, ne? Die Schmiede erweitere ich, glaube ich, jetzt auch einmal. Damit wir die Upgrades ein bisschen flotter alle haben. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Nahrung. So, jetzt können wir auf jeden Fall schon mal 1000 Gold mehr einlagern. Geht es auf jeden Fall gerade überall wieder ins Plus rein, was ganz nice ist. Das erweitern wir auch einmal. Packen da gleich wieder einen neuen Bewohner rein. Okay, der trödelt auf jeden Fall gerade. Ich glaube, ich warte jetzt einmal bis 200 Eisen und werde auf Feuerpfeile gehen, weil die machen halt schon echt eine Menge mehr Damage. Und dann gegebenenfalls sogar auch Schild-Upgrade. Gerade mal kurz hier gucken, wie es jetzt hier aussieht. Die positionieren wir auf jeden Fall hier schön. Nein, komm, nicht stacken, danke. Schön dahin. Generell die Bogenschützen, die brauchten am Anfang nicht unbedingt Rüstung. Ihr wollt ja im Endeffekt dass die Bogenschützen gar nicht erst angegriffen werden. Von daher mit richtigem Positioning ist das kein Problem. So, jetzt haben wir es freigeschaltet. Jetzt können wir schön auf Firefile Upgrade gehen. Oh, die Kosten sind ein bisschen gesenkt worden. Es war vorher teurer. Das ist nice. Ich werde aber trotzdem nochmal 4 Einheiten reinjoinken. Damit ich eine bessere Frontline habe.
Aber von denen werden jetzt schon mal zwei Leute mit Feuerfeilen bestückt. Und jetzt sind wir schon fast bei 66 Bewohnern, was halt auch super ist. Das heißt, ich werde jetzt hier einmal wieder weitere Häuschen bauen. Und vor allen Dingen halt auch nochmal ein paar Schatzkammern. So, und eventuell sogar nochmal eine Taverne. Wir wollen nicht an die Kapazitätsgrenze sein. So. So, die positionieren wir ein bisschen weiter hinten, weil die sind noch nicht richtig ausgestattet. Die positionieren wir auch noch mal weiter hinten. Und dann gehe ich jetzt so langsam mal Richtung Steinmauern. So, gucken wir mal, wie die sich jetzt hier schlagen. Ah, okay. Kommen wieder nicht. Auch gut. Da weiß ich gerade noch nicht, woran das liegt. Ehrlicherweise, das ist jetzt seit dem Update neu. Ich hoffe mal, dass es kein Bug ist. Aber glaube ich fast nicht. Oh Gott, please. Bogenschützen. Einmal ein bisschen entspannter nach hinten. Sehr gut. Dann könnt ihr jetzt wieder dahin. Haben wir wieder nur 30%, dass der überlebt. Das ist halt schon ein bisschen dämlich. Aber overall rödelt's grad gut. Bräuchten auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr Nahrung. Was brauche ich denn? Okay, eine Technologie muss ich sowieso noch kaufen. Da werde ich auf Schilder gehen, damit meine Dev-Einheiten noch mehr Dev sind. Da spare ich jetzt, glaube ich, auch nochmal drauf, bis ich wieder 200 Eisen habe. Gleich nochmal drei Hunter rein. Wir haben immer noch dann 11 Worker. Ist halt auch fein. Die Tavernen carryen halt auch gut. Da sind wir überall schön dabei. Ein bisschen mehr Nahrung wäre halt auch geil. Das kann ich mir alles leisten. Das werden wir also nehmen. Das heißt, ich kann die Fleischproduktionsstätten, also die Jäger und die Bauernhöfe und Fische, ein bisschen erweitern, indem ich jetzt einfach in die gleiche Zelle noch eine Metzgerei setze.
die sorgt einfach nochmal für einen zusätzlichen Buff. Was man natürlich sehr, sehr gerne mitnimmt. So. Und wie man sieht, halt mit den Sägewerken jetzt hier 4 Stück am Anfang rödelt das halt gut hoch. Mehr braucht man eigentlich fast nicht. Die habe ich auch noch nicht erweitert. Also das könnte man halt sogar auch noch machen, aber sehe ich gerade noch keinen großartigen Sinn drin. Die Metzgereien, die dürfen jetzt erstmal ein bisschen carryen. Schatzkammern brauche ich noch nicht erweitern. Boah. Jetzt haben wir die Schilder. Was halt auch nice ist. Jetzt spare ich einmal noch bis 100 Stein. So, aber erstmal Rüstung, weil 40% Schadensreduzierung ist halt insane. Für die Nahkämpfer, muss man sagen. Und jetzt haben wir schon mal die Steinmauern. Zusätzlich kann ich bald mal gucken, dass wir die Burg upgraden. 150 Eisen. Ist es mir das gerade wert? Ja und nein. Ehrlicherweise hätte ich erst lieber, dass meine Bogenschützen mehr Damage machen. Danach können wir überlegen. Also so ist halt ziemlich gut, dass sie schon mal ziemlich viel Def haben. Die erste Reihe hat auch schon einmal mehr Nahkampfschaden. Jetzt hätte ich gerne trotzdem noch ein bisschen mehr Damage auf Seiten vom Fernkämpfern. Dann sind wir damit jetzt nämlich auch fein. Nahrung rödelt jetzt gerade richtig durch die Metzgereien, was halt ziemlich nice ist. Brauche ich noch eine? Eigentlich eher nicht, ne? Aber weil so ein bisschen auf Vorrat schadet nicht. Wir haben auf jeden Fall noch mehr als genügend Worker. Ich glaube, ich gucke jetzt gleich mal, dass ich so Richtung Steuern gehe. Brauche ich aber noch ein bisschen mehr Money für. Jetzt kriegt der erste schon mal einmal ein Shield Upgrade. Der zweite gleich auch. Das müsste sich noch ausgehen. Dann habe ich nämlich schon mal ziemlich viel Damage drin. Und eine gute Def. So, und die positioniere ich jetzt aber ein bisschen mehr. Okay, die kommen wieder nicht. Haben wir einen Bug? Das ist actually interessant, warum die nicht mehr kommen. Mal schauen. Ich glaube, dann positioniere ich die erstmal dahin. Und
Sobald die an Position sind, würde ich aber auch sagen, das war's dann erstmal mit Bucastled. Schreibt mal in die Kommentare, wenn euch das Spiel gefällt und wenn ihr ein bisschen mehr davon sehen solltet. Ich speichere diesen Abschnitt auf jeden Fall separat ab. Heißt quasi, wir können ohne Probleme hier dann beim nächsten Mal weitermachen. Und dann passt das. Ich wünsche euch dann noch einen schönen Tag. Bis denne. Adios.